Was geht ab, was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Neues Progress Series Video und wir gehen weiter in der Kampagne. Wir sind bei 51,19, habt ihr gesehen. Mal gucken, was hier so abgeht. Mein neues Lineup ist ja da. Ah, der Creed hat mal wieder ordentlich auf die Mümpitz bekommen hier. Man kennt ihn. Dafür ist er bekannt. Aber es sieht trotzdem ganz gut aus hier, dass wir da weiterkommen. Nehmen wir. Also Creed ist echt absolut, absolut, absolut. Zu squishy. Na, Gott sei Dank reicht das trotzdem noch. 51,20, check. 51,21, rein da. Wir haben hier noch schon auch viel Stunts dabei, ne? Die auch noch helfen, dass die vielleicht überleben. Aber Creed ist sehr, sehr squishy. Jetzt hier nochmal eine Ult drauf, das ist geil. Kriegen alle nochmal Death Down, das sollte reichen. Oh, momentan hier mit dem Team, muss ich sagen, geht's echt gut voran. Schmeckt mir, schmeckt mir. Da geht's, was haben wir hier? 51,22. Eine Fledermaus hinten dran und einen nervigen Golem. Kommt da noch was nachgespawnt oder bleibt das so? Sieht so aus, als ob es so bleibt, ne? Creed ist da nicht richtig hintergesprungen, shit. Nervig an der Fledermaus ist da, das sieht man wieder neu geholt, aber das war's für den jetzt. Wir die Stage auch durch haben. Ey, das geht richtig gut hier, Leute, gerade. Ihr seht das, ne? Das Team ist echt nice, ey. Wenn ich jetzt noch Ampu auf 30 habe, X30, dann ist das bestimmt noch mal bigger. Aber es dauert noch. Bestimmt nach Twilight und Summit dann vielleicht. Also so 2 Wochen bestimmt noch. Ja. Ah, sehr gut. Stage 51,23. Wir gehen rein.
Ja, die Teams, die ich vorher benutzt habe, habe ich ganz andere Teams vorher benutzt, die letzten Tage. Guckt gerne, wenn ihr die Champions hier nicht habt, guckt gerne in die Videos rein von den letzten Videos von der Progress Series. Da habe ich auch andere Teams benutzt, die gehen auch ganz gut und die würden auch wahrscheinlich hier noch gehen, denke ich. Problem ist einfach, jetzt ist das hier mit ein bisschen entspannt. Warum sollte ich dann jetzt erstmal nicht hier mit weitermachen, ne? Warum soll ich mir selber das Leben zur Hölle machen? Apropos Hölle, Twilight war auch wieder echt nervenraubend. Das ging auch sehr gut wieder. Das schmeckt doch. Oh, hier hinten spawnt noch was rein. Die kleinen Pisser hier mit den Speeren, die machen richtig Damage immer. Und dass wir die wegmachen. Okay, die haben wir unter Kontrolle. Sehr gut. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Golems zusammenkriegen. Das sieht aber nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus mit Golems zusammenziehen. Das sieht ganz und gar nicht gut aus mit Golems zusammenziehen. Ich hoffe, wir haben genug Damage, um die so auch zu kriegen. Ich versuche mal hier ein bisschen runter zu sprengen, dass der Golem hinterher muss. Müsste eigentlich jetzt kommen, der Golem. Ein bisschen näher zumindest ran. Ah, ja, Creed hat wieder Bock, ihn einfach dahin zu dashen. Ja, ne? Ja, vielleicht reicht's ja. Also, als ob der Golem Geschichte ist, was gut ist. 30 Sekunden für den, das sollte klappen, oder? Damage ist auf jeden Fall schon weg, Mann. Luke habe ich leider auch noch nicht am Start, aber momentan denke ich mir, wofür brauche ich erstmal Luke, ne? Weil alle meinten ab 50 in die Richtung, da brauchst du Luke, sonst kommst du nicht weiter. Geht auch ohne mittlerweile. Ihr seht, in manchen Videos habe ich Taylor benutzt. My man, Taylor ist immer geil. Taylor, Emma, die habe ich oft benutzt, die gingen echt auch gut, muss ich sagen. Ah, Creed hat es dahin gerafft. Sollte aber jetzt nicht das große Problem sein, hoffe ich. Nice, sehr gut. Geht durch hier. Wie durch Butter. So, die Stage machen wir noch. Dann ist das Video schon eigentlich relativ lang. Dann machen wir erstmal hier wieder einen Cut und machen beim nächsten Video weiter. Oh, Ampu hat jetzt hier ordentlich kassiert. Was da passiert? Von dem hier wahrscheinlich, ne? Gucken wir vielleicht mit Daniel tauschen. Aber die kriegen beide wahrscheinlich den Hit, ne? Obwohl, ne, das hat funktioniert. Erstmal wichtig und richtig. Ja, manchmal muss man nur eine kleine Position verändern. Und das hat einen großen Impact so gesehen. Ganz okay aus noch. Müssen wir das jetzt nur noch runterspielen? Jo, das schmeckt doch. Super. GG's, Leute, GG's. Ich zeige noch mal kurz, wie immer, schnell, kurz, im Kurzdurchlauf, dieses Team. Leo ist bei mir Hyperwolf jetzt mittlerweile, habt ihr auch ja schon im letzten Video gesehen. EX30 ist er.
Das sind seine Gesamtstats. Ihr könnt das Video wieder auf Pause machen, wie immer, ihr kennt das. Dann könnt ihr euch die Sachen angucken. So, so, so. Dann haben wir Daniel benutzt. X20. Das sind seine Max-Stats. Hier Attack-Sets. Unten alles auf Attack auch. Dann hatten wir Ampu. Auch EX20 im PvP-Gear mit Light Gap. Unten alles auf Attack. Dann hatten wir Creed. EX30 trotzdem am Verrecken wie sonst was. Alles auf so tanky wie möglich, was ich habe. Dann noch Sovelay. Das sind ihre Max-Stats. Auch im PvP-Equipment. Jo, Leute, danke fürs Schauen vom Video. Ich hoffe, es hilft euch, hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace, euer Resign 1.